herzlich willkommen bei der ersten Folge Dead Space. Isaac, ich bin's. Jo? Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Okay. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Ja. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Tausendmal. Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Ja. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah da, wir haben Sichtkontakt. Ich liebe Gold. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura, das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Scheiße. Sir, die Undock-Probe. Was ist los? Wir sind ab vom Kurs. Wir haben die Hülle. Fahren Sie die Schäde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Na gut, vielleicht sind Sie irre. Sofort abbrechen. Nein. Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark. Sind alle okay? Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Okay. Still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Okay. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Wenn er schneller machen. Hallo. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Ja, würde ich ja gerne zum Zimmer. Ja. Ja.
Joa, ist ein bisschen leer, ne? Sieht aus, als wären sie ziemlich in Eile gewesen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Schon da. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Es blinkt. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Ja. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Filtersystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Zum Teufel! Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum! Ja. Das ist so ein bisschen... Komm schon! Ja! Alter, was möchten Sie da? Die Türen sind auf! Scheiße! Rein, Isaac! Verschwinde da, Flanny! Wow! Verdammte Scheiße! Dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail?
Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Okay. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber wie? Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Alles klar. Da geht's ja. Oh, wir müssen schneller laufen. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen, zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Geld? Geld, 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 Geld. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Schon. Versuch mal das Stase-Modul, das du gerade aufgehoben hast. Easy, easy. Hallo. Dein Stase-Modul sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Ja. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Abgeschlossen. Ich krieg dich mal schnell wieder. Yes.
Scheiße. Isaac, ich...